Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind ganz nah dran, unser Baby Sean wiederzusehen und den Kelloggs Frosty-Typen eins aufs Maul zu hauen, dafür, dass er unser Baby einfach so entführt hat, dieser kleine Mistkerl. Oder großer Mistkerl. Er scheint ja ein großer Kerl zu sein. Und ja, wir sind jetzt quasi scheinbar schon, wie wir sehen können, vor seiner Kammer, Zimmertür ist besser. Kammertür passt nicht. Zimmertür. Ja, servus. Und er gewährt uns freien Geleit zu ihm. Davon ist der Zipfelklatscher. Der Zipfelklatscher schon. Den du gleich speichern. Jetzt können wir nämlich noch die Flucht ergreifen. Was willst du denn, Arschloch? Was kann ich zu schauen? Du Mistkerl, du Dreckiger. Moment, warum schaust du immer noch... Warum schaut der immer noch gleich aus wie vor 210 Jahren? Kann mir das mal einer erklären? Welche Antifaltencreme benutzt du? Hey, das will ich wissen. Die hätten wir auch gern. Endstation, gib mir meinen Sohn. Du bist ein toter Mann. Wo ist Sean? Das reicht. Also, wo ist mein Baby? Ich bin eine Marionette wie du, gute Frau. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Gut, vielleicht kein Baby mehr, aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Bring mich zu ihm. Raus damit. Fick dich. Bring mich zu ihm. Wo ist er? Du verfickter Söldner. Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Im Institut. Wie komme ich dahin? Ich finde ihn. Nichts hält mich auf. Das stimmt nicht. Wie komme ich dahin? Also wo ist es? Dieses Institut. Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin. Bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Bist du es? Sarkastisch, bin bereit. Keine Gnade. Bist du es? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Bewegung mit Breite, Feind an. Au, 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 au. Wo ist denn der Arsch? Doc mit, bist du da? Wow, ich muss mich gleich mal verstecken gehen. Ja, Hundi ist da, eindeutig. Mehr Arschloch. Was, da kann sie verstecken? Wie geht denn das? Ich glaube, ich habe was erwischt. Wo ist denn der Mistkerl? Weg ist er. Ah, was? Alter, wo? Du Ferkel. Wir sterben. Saufiech. Und wo ist der andere? Hallo? Wo bin ich da? Hallo? Darüber. Hall. Oh Gott. Puh. Boah, schnell mal was fressen. Ist jetzt endlich hin, die Sau? Ach, Gott sei Dank. So, wo sind die Schrotthaufen? Boah, den hat so weit zurückgepfeffert. Nein, das war natürlich... Gott, nein, nein. Das war jetzt keine Absicht. Brav, Hundi, mal wie du ausschaust. Ach,
Vergeht gleich. Bis 10. Gleich ist weg. Mein armes Hundi. Danke fürs Mitkämpfen. So, das ganze Zeug hier nehmen wir auch noch mit, weil wir sind eh schon hoffnungslos überladen. Da ist es dann quasi eh schon wurscht. So, du mit deinem Kellogg's Terminal Passwort. Okay. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Oh. Oh, Kellogg's Buffen. Die will ich haben. Die ist gut. Schmerz und kinetische Schmerzunterdrückung. Aha. Aha. Kinetisch. Das heißt, er war eigentlich nicht wirklich ein Mensch oder so mehr? Keine Ahnung. Wie kann der noch so gut ausschauen? Das Institut ist echt unheimlich. Die können scheinbar so wieder die Gene manipulieren, was weiß ich. Entschuldigung, aber Amerikaner, ne? Dass du da scheinbar ewig leben kannst. Wäre sicher eine interessante Geschichte, wenn man ewig leben könnte. Aber jetzt denkt's mal, wenn jeder von uns wieder weiterhin Kinder kriegen könnte dafür, ne? Wir hätten eine Überbevölkerung, dass es gleich so kracht. Robkofan! Du hast eine Ausgabe von Robkofan gefunden. Enthält das Holoband-Spiel Pipfall. Schön. Nehmen wir mit. Terminal. Jawohl, das können wir jetzt entsperren mit dem Passwort, das wir bekommen haben. Admin-Login. Passwort erforderlich. Hammer. Zugriffsprotokolle anzeigen. Zugriff. Lokal. Login. Kellogg. Anmerkungen. Haben den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten. Sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt. Fort Hagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Sicherheitstürsteuerung. Ja, Tür öffnen bitte. Türen werden geöffnet. Katschak. Passt. Und tschüss. Sensor und Otoskop. So, ja, ja. So, ja, ja. So, ja, ja, ja. Was haben wir da noch? Yeah. Ein bisschen was zum Heilen. Da ein Haufen Klemmbretter und Ordner. Mann, das wird unsere Buchhaltung sehr freuen. Ständig kriegen wir neue Sachen mit. Brauchen wir nie was kaufen. Das ist voll super. Dann mach das mal im echten Leben. Nimm einfach mal was mit. Kriegst sofort eine auf den Deckel. Aber sobald eine Katastrophe ausbricht, so wie hier, kannst du alles nehmen, was dir lieb und teuer ist und wertvoll erscheint. Also einfach einpacken und gut ist. Da, ich glaube, da sind wir fertig. Da ist nichts mehr. Dann gehen wir mal darauf. Meinst nicht auch Doc mit? Nanu? Ach so, da kommen wir wieder her. Hey, das ist aber fisch. Also ist doch eine Tür gewesen. Hat es mich doch nicht getäuscht. Warte, wie ging das jetzt schnell? Musste man jetzt hier raus und rüber? Ich hab's schon wieder vergessen. Hey. Nein? Dann war es da drüben raus und rüber. Hoffe ich mal. Ja, ja, das stimmt schon. La 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 la. La 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 la. Toll, da war jetzt auch eine Tür gewesen. Hätte ich mir jetzt ein paar Kilometer sparen können. Ist da noch was? Ich glaube nicht, oder? Da waren wir ja. Hundi, 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 Hundi. Ging's da jetzt raus? Ich glaube ja, oder? Oder? Na, da war's nicht. Meine Orientierung ist für ein A und F. Verflixt, wo war das jetzt? Na, das ist das Klo. Scheiße. Ich glaube, ich gehe dann wieder im Kreis, ne? Weil ich weiß, irgendwo gab es jetzt ja diese tolle Abkürzung, wo man direkt raus durfte. Ich gehe wahrscheinlich komplett einen Schmarrn zusammen.
Scheibenkleister. Wahrscheinlich geht es voll im Kreis. Oder es stimmt. Mit ein bisschen Glück stimmt es ja, was ich da, wo wir da hingehen. Ich sollte mal... Naja, Karte gibt es so ja nicht unbedingt, ne? Scheiße. Ja, und überladen sie halt auch, ne? Vollgas. Das heißt, ich kann mich auch nicht porten. Was wieder schlecht ist. Ich hab's voll vergessen, wo diese blöde Tür war. Mal, dass wir einigermaßen richtig sind. Ich glaube, da bin ich voll falsch, ne? Scheiße. Voll vergessen, wo die Tür war. Hätte ich sicher. Ah na, da zeigt mir was an. Wohl, ich glaube, da sind wir schon richtig. Ich glaube, da sind wir doch richtig. Ich hoffe es. Toll, da sind wir wieder hier. Ich bin jetzt einmal voll im Kreis gegangen. Super. Gibt es da noch eine Tür? Nee, oder? Ich bin so ein Genie. Da vorne geht's raus. Ja. Ja, so, so macht man das. Man geht einmal eine Ehrenrunde. Das gehört sich so. Ja. Damit man den Dungeon hier auch würdigt. Ja, falsch. Da lang. Ja, Profis am Werk. Ich sag's immer wieder. Yes, das na, ne? Komm, Hundi. Huch. Ich bin unschuldig. Der hat mir das einfach viel zu spät angezeigt. Mhm. Ja. Ja. Super. Ah, schön. La, la, ra. 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 Da, da, da. Alter, wie weit geht's denn da nach oben? Geht's überhaupt nach oben? Ich hoffe, wir stürzen nicht ab, Hundi. Ding! Zugang zum Dach. Super! Dap, da, rap, dap, da, rap. So. Mhm. Öffnen, würde ich sagen. Yeah. Baum, baum, baum. Schön. Ah, frische Luft. Was zum Teufel ist denn das? Menschen des Commonwealth. Was ist das? Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die sterbende Bruderschaft. Boah, cool. Das sind die Paladine. Boah, cool. Schaut sich mal das Luftschiff an. Ich dachte zuerst, wir sind bei Final Fantasy. Stählende Schatten. Hör dir Militärfrequenz AF95 an. Machen wir doch gleich, oder? Boah, cool. Radio. Das will man. Oh, ist das nicht unser Kumpel? Paladin Dance. Juhu. Auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Aha. Okay. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft. Jo, wissen wir schon. Habe ich da jetzt eigentlich auch schon mal alles durchgehört? Achso, das geht nicht, wenn wir an Ort und Stelle sind, ne?
Yo, yo, supi, supi, supi. Untersuche Volt 88. Aha, das ist wieder was Neues. Haben wir da auch schon mal was? Habe ich das Ich gemacht? wiederhole. Abgeschlossen. Sprich mit Ellie. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Oh. Büro kommen? Ich warte dort. Aha, Ich das ist für wiederhole. uns. Jo, ist okay. Mach mal. Boah, ne? Niemals, also ich habe nie Radio gehört. Pfui. Schlecht. Hey, wow, wir haben bald Level 24. Ich freue mich. Mei, ich muss das noch ein bisschen anschauen. Schau mal, wie cool das ausschaut. Was? Wo? Wer? Wo kommst denn du jetzt her? Alter, du Mistviech. Weg mit dir, du Klumpert. Was, noch einer? Wo? Wer? Au! Da unten. Wo kommst denn du jetzt her? Au! Da ist er! Du Mistviech. Also Kerl. Yeah! Wow! Ha, 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 ha. Das war's mit dir, Scheißding. Und da unten ist irgendwo ein Manschgeld gewesen, ne? Da. Psycho-Heini. Achso. Wo bist denn? Ja, ich werde deinen Arsch gleich erschießen. Siehst du? Naja, okay, war der Kopf, aber ist wurscht. Ist ja fast das Gleiche. Da müsste noch immer so ein Hampelmann sein. Mir kommt vor, es waren zwei. Boah, ey, wir sind so überladen. Ich kann nichts machen. Also ein bisschen rumballern, mehr geht da mal nicht. Wie schlimm. Da runterhüpfen ist auch nicht. Ist das schlau? Ich hoffe mal. Ja! Oh, eine Schüssel. Ah, Geschütztürmchen. Was? Bip, bip? Wer macht da bip, bip? Da braucht keiner mehr bip, bip machen. Ja, her mit dem Zeug. Irgendwo ist da so ein zweiter Hampelmann. Aha, Kronkorkenmine. Haben wir es getroffen? Nö. Vielleicht kann ich sie aufsammeln. Das wäre Süpi. So, das Klumpi ist ja auch hin, ne? Ah! Alter. Da wächst ja gerade glatt eine Todeskralle. Noch auf. Mann, ich hatte das eine Bombe. Unser Baby. Das ist beim Institut. Oh, was? Wo tut denn das schon wieder schießen? Ah, da drüben. Ach Gottchen, unser Armer schon. Meine Güte, warum? Aber jetzt stell dir mal vor, diese Schweine haben das geplant, vor 210 Jahren schon geplant gehabt, ne? Ich glaube nämlich, dass das diese Typen, diese Arschlochtypen sind. Huch, was war da? Dass das diese Arschlochtypen sind, die uns da, die Volt und so, unter Anführungszeichen, verkauft haben, ne? Wo ist denn dieses Teil? Ja. Und, oh, da ist was. Das nehmen wir alles mit. Und, die haben das dann tatsächlich von Anfang an geplant. Wahrscheinlich alles für Forschungszwecke und so. Wie Thema wahrscheinlich, wie passt sich die Jugend von heute, von damals an die heutigen Gegebenheiten an oder was? Keine Ahnung. Oder wahrscheinlich ist es eine Frau. Haha, die Frau vom Institutschef. Jawohl, die war so verliebt in unser Baby. Gibt es ja solche Damen, ne? Gibt es ja wirklich. Die sind so verliebt in das Baby, dass das so eine Nachbarin oder so hat, ne? Und entführen das einfach mal. Das geht sogar so weit, müsst ihr euch vorstellen, das ist wirklich passiert. Das geht so weit zum Teil,
dass die Leute sogar das Kind aus dem Mutterleib rausschneiden und die Mutter in der Hoffnung, dass sie verblutet, einfach liegen lassen, ne? Ja, grauslich, ne? Aber wirklich, sowas gibt's. Ich schwindle nicht, sowas gibt's. Grauslich. Wo gehen wir hin? Ich kann nur gehen. Momentan. Nein, warte. Da gibt es sicher... Ich mach das einfach nochmal. Gibt es hier einen Briefkasten, der zufälligerweise befüllt werden möchte? Oder eine Kiste würde mir auch reichen. Vielleicht ist da irgendwo eine Kiste, Mann. Das wäre jetzt echt ein Hit. Briefkasten oder irgendeine Box. Ist mir wurscht, was. War da oben irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Ich nichts wissen tun. Bist du eine Schachtel? Nein, du bist ein Radio. Ist ja fast dasselbe. Und Teddy Bärli. Und wieder so ein komischer Affe. Der hat sich bewegt. Da ist eine. Warte, du kriegst was. Du kriegst jetzt was. Und zwar, wenn das hier lädt, hau ich meine Waffen mal kurzzeitig da rein. Yeah. Und mach mich... Oh Gott, wie viel haben wir denn schon wieder bei uns? Ja, der fette Mann ist halt schon so schwer, ne? Fatman, der fette Mann. Ja, der war schlecht. Das kommt alles mal da rein. Auch du. Du noch nicht. Ja, dich können wir da reinschmeißen. Du auch. Du sowieso. Dich schmeißen wir auch rein. Den Schlagstock von mir aus auch. Yep, du auch. Jetzt sind wir schon ein bisschen leichter. Dann die Kleidungsstücke. Die tun wir auch mal weg. Okay, so viel besser sind diese Sünf-Geschichten nicht wirklich. Die Vault-Geschichten belassen wir. Also die behalten wir. So wollte ich sagen, nicht belassen. Die behalten wir. Bisschen was muss ich noch loswerden. Da, 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 335 Dinger können wir schon schleppen. Ist eh nicht so wenig eigentlich, ne? Warte, jetzt sind wir gleich fertig. Yes, jetzt passt's. Das passt schon mal. Mit dem Rest, was wir haben, porten wir uns jetzt da... Ja, wohin? Oh, war das jetzt zu viel? Na, ich glaube, das geht noch. Mit dem Zeug, was wir hier haben... Aber jetzt wird es zu viel sein. Nein. wo gehen wir hin? Wo schmeißen wir das Zeug hin? Ich wäre fast... Jetzt bin ich wieder zu schwer. Wäre ich fast gewillt... Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Irgendein Klumpert schmeiße ich noch schnell weg. Ich wollte sagen, da wäre ich fast gewillt... Na, das ist zu wenig... Das. Und doch, vielleicht hier ein bisschen was noch. Okay, das hilft nichts. Na, 21 sind zu viel. Irgendwas Kleines. Das. So, jetzt passt. Oh, was wollte ich sagen? Ich möchte gerne eine Siedlung weiter ausbauen. Unsere ist eh schon recht gut aufgestellt. Ja. Ich würde nämlich gerne entweder alles mal zu den Minutemans rüberschmeißen und dort mal was ausbauen. Wenn ich die jetzt anfinden würde. Die waren doch hier irgendwo am Rande. Da. Die Burg. Da würde ich gern was ausbauen. Beziehungsweise die Quest dort endlich schaffen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ich habe vergessen nachschauen. Ja, aber ich lade dort mal ein bisschen was hin. An Schrott, was wir so haben. Puh. Ja, und da wäre auch noch die paar Siedlungen, die wir schon haben, ne? Wäre auch schön, wenn wir sie weiter ausbauen könnten. Vor allem hoffe ich, dass wir bald wieder eine Händlerin treffen, die uns was verkaufen möchte. So, Transfer. Einmal den gesamten Schrott. Oh, entschuldige, Doggy. Doggy Dog, komm mal her. Und die. Ja, brav. Gib mir mal, was du hast. Na, bleib stehen. Stehen bleiben. Jo, gib hier alles. Jo, jetzt geht's dir mal ein bisschen leichter. So. Transfer. Also den gesamten Schrott rein da. Und auch die Buffen können sie alle haben. Bis auf die da, weil die gefällt mir echt gut.
Ist aber, glaube ich, eine Magnum, ne? 44er Magnum. Oder wann? Oder fangen die Magnums mit 45 an? Nein. Ich weiß nur, bei Resident Evil 4, ja, ich habe das gespielt, aber nur das 4er, das Zero, das 1er und so, das habe ich mal versucht. Aber da hat es mir so die Sicherung quasi rausgehauen, dass ich gesagt habe, nein, aus, nicht mit mir. Das war mir echt zu viel. Das habe ich nicht ganz überstanden. Seelisch. So, da geht doch mehr, oder? Das soll schon gewesen sein? Es ist 20 Uhr. Ihr hört Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Ah. Keine Meldung. Ah, da ist es. Ich habe schon gesehen. Du kommst da auch weg. Jetzt werden wir immer leichter. Schön. Könnte ein bisschen Wasser auch dahin tun, ne? Eigentlich. So, na komm. Ich würde mal gern so 11 Stück lagern. Ja. Dass wir da auch mal ein bisschen was Nahrhaftes quasi als Reserve haben. Und das wäre auch nicht schlecht. Da würde ich auch gern mal 10 hin tun. Steambags wäre auch nicht schlecht. Da tue ich auch mal 10 hin. Na komm. So. So ein bisschen ein Bolster mal aufbauen. Für den Fall der Fälle, dass es mal hier zur Sache geht, dass wir hier auch was gelagert haben. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, ich finde das wieder an. Da war's, ne? Fort Hagen. So, die nächste Partie holen. Ich hoffe, das geht sich dann aus. Wenn wir Doc mit was geben. Dass wir dann den ganzen restlichen Graffel. Ja, wo bringen wir das hin? Zur anderen Siedlung? Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Oder wieder Fort Hagen. Die andere Siedlung würde ich auch gern ausbauen. Wenn ich sie wieder anfinde, heißt es. Diese eine große da. Hallo. Fliegende Autos. Jawohl, es ist schon soweit. Fliegende Autos. Oh, den habe ich übersehen. Upsi. So. Na, das war das Radio. Hier genau, da sind wir richtig. So. Puh. Ich habe keine Ahnung, ob ich alles nehmen soll. Ich nehme alles. Überladen, das war klar. Doki. Du musst mir helfen. Handel. Arr. Arr. So, du nimmst mal das ganze Klumpert, auch Fatman. Schade, dass du ihn nicht benutzen kannst. Alter Schwede. Der wird mir da glatt mal eine Atombombe um die Ohren hauen. Ja, die Dummer. Der Weil auch mal weg. Auch die Flinte Kampf. So. Schlagstöckchen. So, dann Kleidung. Das kann er alles mal haben. Was? Überladen. Na, servus. Supi. Da müssen wir nochmal herkommen. Hilft leider nichts. Ich dachte, es geht sich aus. Nein, natürlich nicht. Wieso sollte es? So. Noch eine Kleinigkeit, ein bisschen Schrott. Wir haben überhaupt leichter? Ah, jetzt. Passt. So. Porten wir uns wieder weg. Ja, ich weiß, das dauert jetzt wieder ewig und 30 Jahre. Wieder alles zu den Minutemans. Oder... Ja, ich bin immer so unentschlossen. Da hätte ich es halt gerne... Warte, nein, da ist Dings gelöt. Warte, wo waren das jetzt? Schnell? Das war's, glaube ich. Das war, glaube ich, die Siedlung, wo ich hin wollte. Oder eins darunter. Jetzt muss ich schnell schauen. Das war, glaube ich, keine Siedlung.
Da fehlten die Symbole für die Siedler, also wie viele schon da sind. Das ist jetzt, glaube ich, die Station, wo... Na, passt, richtig. Wow. Richtig. Wir sind hier richtig. Ja. Servus. Warum gehe ich eigentlich? Bin ich echt überladen? Ah, ich Depp. Ich habe da noch gar nichts zum Lagern, ne? Da müsste ich erstmal eine Werkbank bauen, glaube ich, ne? Ja, ich bin ein Profi. Jetzt ist die Frage, wo, wie, was, da? Was ist das? Kochherd. Laborstation, Powerrüstung, Rüstungswerkbank. Scheiße, ich kann noch gar nichts von dem her so machen. Dann werde ich hier einfach eine Kiste bauen. Ich hoffe, das geht. Güterdings. Vielleicht geht's ja hier. Aha. Na, okay. Mist. Möbel vielleicht? Behälter, ja, ja. Das ist schon gut. Ja, wir haben. Haben wir da irgendwo. Ich glaube, das da hatte ich mal als Büro im Sinn. Oder zumindest als Wohnhäuschen. Boah, ich. Hier irgendwo wäre so ein Bürogeschichtel nicht schlecht, oder? Da so vielleicht? Sowas vielleicht. Sowas ist auch hübsch, aber das wird da nicht Platz haben. Da wird eher eine normale Kiste maximal Platz haben oder sowas. Das ist wunderbar. Da kann gleich dann jemand wer einsteigen durchs Fenster und stibitzen die Sachen. Sehr schön. So. Nein. Nein, warte. So, jetzt aber. Jetzt können wir raus. So, dann schmeiße ich hier mal. Ach, Herr Jemini. Was schmeißt man hier rein? Ich würde sagen... Na, die brauche ich noch. Schrott. Ich würde hier mal den ganzen Schrott reinschmeißen. Achso, das geht schon. Ja, okay. Muss man das separat machen. Normalerweise müsste das hier gelagert bleiben. Ich, in Klammer, hoffe ich halt. Doki, wo bist du? Schnüffel? Warum gehe ich denn jetzt eigentlich überhaupt? Huch. Ja, jetzt geht's wieder. Hundi, komm mal her. Halt, Hundi. Sitz, Platz, Stopp. Halt. Doki, komm her. Hundi, komm her. Hey. Halt. Bleib da. Warte da. Hallo. Komm schon. Na. Ja, jetzt will ich dich fast erschießen, ne? Bist selber schuld. So. Geh jetzt schon wieder. Ich bin überladen. Ernsthaft. Das habe ich jetzt den Hundi zum Verdanken. Weil der einfach 30.000 Kilometer weit weglaufen muss. Fiesling. Servus. Pardon, Shepherds. So, rein mit dem ganzen Klumpert. Also gut. Das nehmen wir mit, den Fatman. Könnte ich eigentlich auch hier lagern? Ein Hammer, ja. So ein bisschen verteilen die Sachen, dass irgendwas mal passieren tut. Dann haben wir immer was auf Reserve. So.
Schlagstöcke und der da. Kleidung, das alles hier, zack, zack, zack. Weg damit. Das kommt auch weg. Das muss ich dann reparieren gehen. Jo, das passt schon mal. So, da sind wir voll wie ein Christbaum. Da haben wir Strom, das ist schön. Passt. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, würde ich mal meinen. Wir hauen da wieder ab. Ich brauche eine Rüstungsding. Wenn wir mal dahin gehen. Für den heutigen Part passt das schon so. Dann werden wir im nächsten Part ja, Quest und so abgeben. Da, 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 die da. Ah, dieses Paladin-Luftschiff ist schon cool. Boah, also die sind, die tischen echt auf, ne? Da möchte man schon gern irgendwie Teil des großen Ganzen werden. So, zuerst hier. Ich wollte reparieren. Achso, das geht wieder so nicht, ne? Da muss ich ja aussteigen. War das nicht so? Und jetzt? Jetzt reparieren. So. Ich hoffe, das passt. Achso. Kaputte Gegenstände können... Was? Jetzt da. Aha. Der da noch. Der auch. Ist noch irgendwas im Eimer? Ja, eigentlich die ganzen Sachen hier. Ansonsten scheint alles heile zu sein. Ja, perfekt. Verlassen. Ja, das Hundi, ne? Schon voll aufgeregt. Und rein in die gute Powerrüstung. Hui. Ah, schön. Bip, 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 bip. Hammer auch alles an. Kleidung. Ne. An und an. Jetzt müsste es wieder passen. Sicher. Sicher, sicher, sicher. So, ich hätte gern meine Edda. Nicht falsch verstehen, liebes Hundi. Du bist supi, aber... Ich muss jetzt allein sein. Ja, ja, mach nur. Ich hätte gern meine Edda. Edda! Bist du da hinten arbeiten? Hallo Kotzi, hast du Edda gesehen? Da hinten! Ich sehe dich! Hui! Wobei es wäre echt mal klasse, Kotzi mitzunehmen. Ihm vielleicht mal ein neues Outfit zu verpassen. Kotzi wäre so gern auf unserer Seite. Sollen wir Kotzi mal mitnehmen? Das wird sich noch ausgehen, oder? Wenn wir Kotzi mitnehmen, zur Roboterstation gehen und Edda das hier machen lassen. Ich hätte zuerst mit Edda rennen sollen, ich depp. Ich depp. Die muss ja dann hier weitermachen, ne? Schau mal, ob sie das tut. Befehl. So, jetzt aber. Achso, man kann nicht laufen, wenn man so ist, ne? Also ja. La lila, la la lila. La lila. La 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 la. Da da dam dam didel du. So. Und? Ich glaube, das hat hingehauen, oder? Ich hoffe halt, dass es hingehauen hat. Macht das jetzt Kotzi? Ich hoffe, dass das Edda macht.
Nein. So. Weil dann können wir nämlich Kotzi. Achso, oder war Ada jetzt als Wache eingeteilt? Shit, das weiß ich jetzt nicht mehr. Kotzi? Hey, Cotsworth. Darf ich Sie begleiten, ma'am? Jupp, darfst du. Möchtest du? Möchtest du das denn? Aber ja, natürlich, ma'am. Ah, er ist so niedlich. Ja, hervorragend. Weil normalerweise können wir... Keine Sorge, Junge. Dein Frauchen ist in guten Händen. Mei, ist es niedlich. Ist es nicht niedlich? Ich war so sicher, dass wir Sean finden würden, wenn wir jetzt Keller kennen. Jetzt habe ich schon gedacht, hier fehlt ein Auge. Ah. So, wir porten uns noch ganz schnell hierhin, weil da ist unsere Roboterstation. Und ich gehe noch ganz schnell schauen, ob wir unseren Kotzi ein bisschen aufbimpen können. Oder wir machen das im nächsten Part. Ganz fix und schnell. Ein Kotzi neues Aussehen verpassen. Mal schauen tun. Bah, die macht mich auch leicht nervös. Die da. Komm her, Kotzi. Ach ja. Da muss ich hier wieder aussteigen für das. So, herstellen. Kotzi Cotsworth. Ja. Spezialmodus. Aha, das geht nur so, ne? Den hat er dann quasi eh an. Torso. Mr. Henty Torso. Fabriksgeschichtel. Boah, linkes Auge. Rechtes Auge. Jesus, na. Torso. Das sieht aber schlimm aus, oder? Na, das würde ich schon gern so lassen. Kotzi soll schon ausschauen wie Cotsworth. Oberseite Aufbewahrungsfabriksrüstung. Steigtragekapazität. Oh ja, das können wir gern machen. Bitte ja. Frontfabrikrüstung. Steigertragekapazität. Und das hier wäre gewesen? Energieresistenz. Ganz ehrlich, Tragekapazität. Heckfabrikrüstung. Tragekapazität. Das Auge. Ja, da geht nichts. Das linke Auge geht auch nichts. Und das rechte Auge geht auch sonst nichts. Torso ohne Extras. Sensoren, Energie. Aha, da fehlt es mir an Dingens schon. Drum können wir nichts machen. Weil ich brauche Robo-Experte. Jo, mehr geht nicht. 205 Tragekapazität, das ist jetzt aber nicht viel, oder? Linker Arm. Verringert. Überlegene Tragekapazität. Boah, das nehmen wir gern. Linker Arm, linke Hand. Benötigt, also Nahkampfschaden erhöht. Flammenwerfer. Standard. Ein Flammenwerfer wäre nicht schlecht, oder? Geringe Reichweite. Laserhand. Standard. Eine Laserhand wäre schon cool, oder? Linke Handrüstung. Verbesserte Schadens- und Energieresistenz. Boah, gern. Nehmen wir das mit. Pimp. Klauen. Was für ein Gestell? Achso, das heißt so. Linke Armrüstung. Da haben wir überhaupt nichts gemacht, oder? Es geht schon rum. Na, ich wollte eigentlich das noch fertig machen. Linke Armrüstung nehmen wir noch mit. So, jetzt musst du leider Gottes
Müssen wir die Station leider verlassen, weil da wird scharf geschossen. Was bist denn du für ein Hampelmann? So ein Trottel. Entschuldigung, aber das ist jetzt ein Depp gewesen. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Wer bist denn du eigentlich? Der ist gestorben jetzt, aber auf die. Ja. Tschüss. Haben wir jetzt Ruhe? Ist ja ungeheuerlich sowas. Echt, das muss man schon sagen. Das ist also wirklich. Da hat man keine Ruhe. Überhaupt nicht. Das ist unfassbar mit diesen Leuten. Immerfort überfallen sie einen. Immerfort die ganze Zeit. Also wirklich, na, sowas. Sowas ist ungeheuerlich, ist das sowas. Echt, na wirklich. So, Mods, die tun wir mal alle weg. So. So. Na, falsch, falsch, falsch. So, und weiter herstellen. Kotzwerft bitte. Verdammt, jetzt ist ganz schön Überlänge. Tut mir leid. Kein rechter Arm, das geht nicht. Rechter Arm. War das jetzt so richtig? Überlegene Tragekapazität. Ja, ja, das passt schon so. Aggressor Arm. Du erfüllst nicht die Voraussetzungen. Ah, so ist es. Arschkopf. Aber die Armrüstung geht. Jupp. Bedingt. Und die rechte Brotzen. Rechte Armfabriksrüstung. Das müsste passen, ne? Die haben wir ja schon drauf. Rechte Hand. Jupp. Dann Schubdüsenarm. Aha. Mr. Handy. Da haben wir auch Mr. Handy. Keine Armrüstung. Armfabriksrüstung. Unbedingt. Dann links, rechts, oben, unten. Scherenhand. Okay. Linke Hand. Linke Scherenhand. Erhöhter Nahkampfschaden. Machen wir auch. Yeah! Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Supi, supi, supi. Die Haxen sind noch dran. Keine Schubdüsenrüstung. Schubdüsenfabriksrüstung. Aha. Das Aggressorbeine. Aha, schau mal, da kriegt voll Haxen. Na, ich hätte schon gern die Düsen. Ehrlich gesagt. Und die Farbe. Ah, keine Farbe. Ja, Kotzwurf könnte einen schönen Anstrich bekommen. Boah, was wird ihm denn stehen? Lararam. Hellblau. Oliv, Orange, na, oh Gott, Rosa, nein, Rot. Schwarz. Weiß. Na, Weiß war doch die Dame, ne? Graue Farbe. Gibt es denn sonst noch irgendwas Graues? Braun, ich weiß nicht, Braun ist nicht schön. Aber eine blaue Farbe, das schaut schon schön metallic aus, oder? Die Blau wird's. Anfertigen. Perfekt. Ach, schaut Kotzi hübsch aus. Und verlassen. Dann tun wir noch schnell die ganzen Mods tun wir noch schnell reinschmeißen. Und dann passt das für heute. Also nur mehr eine. Super. Hat's hingehauen? Jupp, jupp. Mei Kotzi, schaust du fesch aus. Echt ein fesches Kerli. Ja, findest du nicht? Du hast nur mehr ein Auge? Ja, warum eigentlich nicht? Eins reicht doch, ne? Da fährst du da oben schön was zum Schleppen. Na Kotzi, wie gefällt dir dein neues Outfit? Ich hoffe, du hast Freude dran. Na fein, ihr Lieben. Ich bedanke... Ah, warte, ich ziehe mich noch schnell an. So. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!